Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, zur Warnungs Börsenhof TV. Ich freue mich, dass ihr wieder alle zuseht. Und damit gleich zur Programmübersicht. Börsenhof TV filmt Hollywoodstar, Hochzeit erster Teil, Spaßlabor mit Nikos Gruppe aus Hessen und dem MGV Gamsfeigerl, die Musikkapelle der Gauermannheimat ehrt Rudolf Pichler. Als die Partnerin von John Travolta aus dem berühmten Tanzfilm Grease, Olivia Newton-John, das Hotel Sacher am Montag verließ, waren Kameras dabei vom ORF, vom Privatsender ATV und von Börsenhof TV, dem kleinsten Privatsender Österreichs, der aus dem Kreativzentrum des Bistingtals aus Miesenbach sendet. Olivia war selbst von Brustkrebs betroffen und setzt sich nun für die Brustkrebsvorsorgeuntersuchung ein. Aus diesem Grund war sie auch in Wien. Ein höchst löbliches Unterfangen, muss ich sagen. Sie besuchte unter anderem ein Krankenhaus in Hietzing. In Österreich erkranken jährlich etwa 5000 Frauen an Brustkrebs. Es ist das häufigste Krebsleiden bei Frauen. Jede achte bis neunte Österreicherin ist im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs betroffen. Ich finde, für 61 Jahre sieht sie noch sehr gut aus, Olivia Newton-John. Wenn ich mich da mit meinen 56 Jahren am Morgen in den Spiegel sehe, erschrecke ich regelmäßig. Den zweiten Teil vom Aufenthalt von Olivia Newton-John am Stephansplatz sehen Sie in unserer nächsten Folge. Thank you.
so hoch wie ein Jurschuh auf dem. Spaßlabor. Was noch vorne und guten Tag? Herr Chef, ich glaube, Sie werden am Telefon verlangt. Was heißt, ich glaube, Chef, Sie werden verlangt? Entweder wir verlangt oder ich werde nicht verlangt. Was heißt, ich glaube? Na ja, Chef, der Herr am Telefon hat nämlich verlangt, in alten Deppen zu sprechen. Alles Gute und vor allem Gesundheit wünscht dir das Börsenhof-Team. Da unsere Sendezeit schon zu Ende geht, gibt's diesmal kein Hopperla, kein Getränketipp und kein Küchentipp. Spätestens Donnerstagabend gibt's die nächste Folge. Bitte unbedingt wieder reinschauen. Servus, bis nächste Woche.